zu Gast in der ABD Arena bei Hannover 96. Die Überraschungsteams der Vorsaison im direkten Duell. Die Niedersachsen unter Trainer Slomka können mit einem Sieg den besten Start ihrer Bundesliga-Geschichte hinlegen. Allerdings geht das Spiel zunächst in die andere Richtung. Die Gäste in Weiß mit Risse, Alagui, und es steht nach 2 Spielminuten bereits 0:1. Der früheste Treffer in dieser Saison bislang, bereits der 2. für Sami Alagui. Die Hausherren nur kurz geschockt. 11. Minute, Cherundolo, aber Keeper Müller lenkt den Ball über die Latte. Gästecoach Tuchel dirigiert sein Team. Und die Mainzer spielen weiter offensiv. 24. Freistoß Stieber. Und dessen Schuss landet am Pfosten. Niemand mehr dran am Freistoß des ungarischen Mittelfeldmanns. Nicht mal 2 Minuten später wieder Freistoß Mainz. Noweski. Und wieder rettet der Pfosten für Hannover. Die Gäste mit glasklaren Gelegenheiten. Aber weiter nur 1:0 vor. Eine halbe Stunde gespielt, jetzt wieder Hannover. Rausch. Und in der Mitte Abdelaue. Der Ausgleich 1:1, Mohamed Abdelaue. Und der trifft bereits das 3. Mal in dieser Saison. Zu 1 zur Pause. Das Spiel deutlich besser als die Miene dieser 96er-Fans. Beinahe hätten sie in Minute 57 etwas zu bejubeln. Rausch zieht ab, aber sein Schuss landet nur an der Latte. Zum 3. Mal Aluminium in diesem Spiel. Nur eine Minute später, Hannover drängt jetzt. Rausch auf Stindl. Mainz-Keeper Müller verhindert mit einer Glanztat das 2:1. Hannover-Coach Slomka kann's nicht glauben. Die Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten, Mainz jetzt mit Kontern. Risse. Aber Cherundolo klärt für Hannover. 1:1 trennen sich die Niedersachsen und die Rheinhessen. Hannover muss am nächsten Spieltag nach Stuttgart. Mainz empfängt Hoffenheim.